Ja, hallo Lukas, willkommen beim SC Wiener Neustadt. Du bist vergangene Woche für Christoph Marcinko zu uns gekommen. Du spielst im linken Mittelfeld und linke Verteidigung. Wie gefällt es dir bisher bei uns? Ja, hallo erstmal. Ja, mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Es ist halt schon ein bisschen ein Unterschied zu Rapid, aber ja, wie gesagt, mir gefällt es gut und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Wir sind da gerade in unserem Trainingszentrum in Steinbrunn. Wie gefällt dir allgemein das Umfeld vom SC Wiener Neustadt? Ja, wie schon gesagt, es ist ein bisschen ein Unterschied zu Rapid, aber ich finde die Trainingsbedingungen hier sind sehr gut. Man hat gute Rasenplätze zum Trainieren, einen Kunstrasenplatz, den man mit einer etwas längeren, also etwas durch eine kurze Fahrt mit dem Auto erreicht, der wirklich top ist. Und ja, wie gesagt, die Bedingungen sind eigentlich sehr, sehr gut hier. Was war der Hauptgrund für dich, dass du dich entschieden hast, dass du zum SC Wiener Neustadt wechselst? Ja, vorweg war das eigentlich alles ziemlich kurzfristig. Es wurde alles am letzten Tag erst fixiert. Und der Hauptgrund war dann einfach mit dem Gedanken, erstens einmal eine neue Herausforderung und zweitens dann, ja, so viel als möglich Spielpraxis zu sammeln. Und ja, das hoffe ich, dass ich auch hier bekommen werde. Ja, hast du dich bereits eingelebt bei uns in der Mannschaft und welche Spieler hast du vielleicht schon von früher gekannt? Ja, also ich finde, das ist relativ schnell gegangen mit dem Einleben, eben dadurch, dass ich 3-4 Spieler schon gekannt habe, wie Christian Dobasch, Arvin Terzic und auch Daniel Schöpf, ist mir das mit dem Einleben relativ leicht gefallen. Okay, dann danke und alles Gute für Riedmann. Danke.